Hallihallöchen, Popöchen. Willkommen zurück bei Dungeons 4. Ja, so ist das. So ist das. So und nicht anders. So. Eine eurer Kreaturen ist wütend geworden. Ja. Höre ich des Öfteren. Höre ich leider des Öfteren. Ich kann doch auch nichts dafür. Was soll ich denn marken? Was soll ich denn marken? Hm? Ich brauche ja auch Kohle. Ich brauche ja auch Kohle irgendwie. Ohne Moos nichts los. Ist ja ganz, ne? Total familial. Familial. So. So wird dann Schmuh draus. Feinde sind im Dungeon. Lass sie mal laufen. Lass sie doch. Lass sie doch. Lass sie kommen. Ich bin bereit. Das Portal ist bald bereit, meine Freunde. Bleibt uns. Und lasst uns Gutes vollbringen. Naja, ob der so gut ist, wage ich jetzt einfach mal so anzuzweifeln, ja? Streiter des Guten, ich rufe euch. Erhebt euch, ihr Wächter des Lichts. Spinnen. Auf, ihr Toten. Erhebt euch. Den Segen der reinigenden Flamme. Und nun bringt Chaos und Zerstörung über die Kreaturen des Abgrunds. Vernichtet sie zusammen mit meiner finsteren Ziehtochter. Die wollen Bier oder was, ne? Die wollen lieber Bier. Kein Bier vor vier, Mann. Auch am Streiken. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Jetzt auch noch. Wollt ihr mich eigentlich ganz verkackeiern oder was? Sind im Dungeon. Da sind Mana-Linge, hier sind Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Die streiken jetzt alle. Sag mal, wollt ihr mich veralbern oder was? Kreaturen ist wütend geworden. Ja, warum? Dann holt euch doch die Kohle, Mann. Dann holt euch doch euren Soll. Achso, warum ist denn du so... Warum bist du wütend? Verteidigt den Thronsaal! Zahltag! Du hinterhältige Schlange! Es war meine Pläne derart zu durchkreuzen.
möge die Göttin mit dir Erbarmen haben. Ich habe keines. Tja, deine Göttin habe ich umgenietet. Und Erbarmen musste ich erst mal im Wörterbuch nachschlagen, du abgehalfterter Leichensack. Du solltest in dein Grab zurücksteigen, aus dem du gekommen bist. Ich bin auch gerne behilflich. Ja. Ja, du verderbte Kreatur. Was? Ich verfluche den Tag, an dem ich dich in meinem Haus aufgenommen habe. Talia und das Graveyard-keeperige Böse hatten Thanos' Pläne massiv durchkreuzt. Doch an Thanos' Seite stand immer noch die Zwergenkönigin Brünnhild. Brünnhild! Ui, so ist es. Und es wird Zeit, dass wir uns mal auf den Weg machen. Was? Oh, Thanos, das mit der Dunkelelfengöre muss bis später warten. Was? Halt, nein! Hier wartet noch eine nette Verabredung mit deinem Speer auf dich. Nicht heute, Talia. Was? Ich benötige gerade etwas mehr von der Kraft dieser Bösartigkeit, um den Handschuh aufzuladen. Erst dann kann ich dich vernichten und das Gute triumphieren lassen. Das gibt's nicht! Verdammte Paladine mit ihren dummen Portalen! Los, Kreaturen! Schwingt die Hufe! Macht die Düse und Thanos hinterher im Schweinsgalopp! Vorwärts! Los! Und so machte sich Talia zusammen mit dem verfolgenden Bösen auf den Weg, um Thanos nachzustellen. Richtig so! Hab ich auch mal Zeit hier! So, dafür haben wir eine ganze 1 Stunde 30 und gebraucht. Thanos Kreuzzug. Ja. Gut, haben wir damit. Für den Zauber, ja. Okay, weiter geht's. Das Böse zum Schluss. Das Böse entdeckt, zum dass Schluss. Er den Handschuh der Endlichkeit mit Bösartigkeit aufladen konnte. Obacke. Es schien für ihn naheliegend, böse Taten zu vollbringen, um das Gemeinwohl am Ende gewinnen zu lassen. Das geht so nicht. Das geht doch so nicht. Und warum ist hier nichts mehr weihnachtlich? Das geht so nicht. Na gut, Freunde, bis zur nächsten Folge. Auch wenn es heute ein bisschen kürzer war, sorry, dann sind es eben halt da, die 8 Minuten, dann ist es leider mal so. Kommt ja nicht so unbedingt auf die Länge an. Auf die Länge kommt es nicht an. Was? Okay. Ciao mit V, bis zum nächsten Mal. Tschüss.